Hallo zusammen und herzlich willkommen zum abschließenden Video unseres Adventskalenders. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, aber vielleicht hört ihr es an meiner Stimme. Ich habe mir über die Feiertage eine Erkältung eingefangen und konnte dann deswegen auch keine Videos machen, weil meine Stimme etwas angeschlagen ist. Und das ist sie immer noch, deswegen gibt es kein Lösungsvideo. Ich wollte euch ja eigentlich die ganzen Lösungen erklären, aber stattdessen habe ich mich dann an den PC gesetzt und ein wenig getippt. Ihr könnt die ganzen Lösungen jetzt auf der Website von uns nachlesen. Da wären wir schon beim nächsten Thema. Wir haben jetzt die Lösungsseite fertig. Ihr könnt dort eure persönliche Auswertung nachsehen. Es sind ein paar statistische Sachen dabei, also wie viele Fragen ihr richtig beantwortet habt und natürlich eure Antworten nochmal zum Vergleich mit den Musterlösungen. Falls ihr doch noch Fragen zu den Lösungen haben solltet, könnt ihr sie wie immer in die Kommentarbox schreiben. Am besten unter dieses Video, dann haben wir sie alle zusammengefasst. Außerdem würden wir uns über ein Feedback von euch freuen. Wir machen diesen Adventskalender ja zum ersten Mal und da ist auch einiges schiefgegangen, das müssen wir zugeben. Aber das ist auch kein Wunder, denn dieses Adventskalenderprogramm, das wir da jetzt auf der Website laufen haben, ist von mir selber geschrieben und über Nacht programmiert worden. Ich habe mich da am 30. November am Abend hingesetzt und dann schnell was zusammengebastelt. Das war eigentlich so eine kleine Schnapsidee von uns, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr deswegen auch einen Kommentar hinterlasst, was ihr denn besser machen würdet oder was euch besonders gefallen hat, welche Frage ihr am schwierigsten fandet. Wäre schön, eine kleine Rückmeldung von euch zu bekommen. So, jetzt nicht mehr lange rumreden, wir kommen zu den Gewinnern. Die Aufgabe unseres Adventskalenders war es ja, die meisten Punkte zu sammeln und es ist wirklich sehr knapp, muss ich sagen. Wir haben sogar zwei erste Plätze, rein theoretisch. Da haben wir zum Beispiel auf den Platz Nummer 1 Farwin mit 185 Punkten und Zahnpostor 01 mit 185 Punkten. Hier entscheidet die Anzahl der richtigen Antworten und da hat Farwin 32 zu 28, also mehr Antworten richtig gehabt. Der dritte Platz geht an S.W.E, der vierte Platz geht an Sprengkönig und der fünfte Platz an Meteorite. Herzlichen Glückwunsch an die fünf Gewinner und alle anderen, die leider nicht gewonnen haben. Wir danken euch ganz herzlich fürs Mitmachen. Es hat uns großen Spaß gemacht, auch wenn es viel Stress war. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und falls wir uns bis zum Neujahr nicht mehr sehen sollten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht melde ich mich noch mit Simon noch, der ist nämlich jetzt auf dem Weg zu mir. Und wir schauen mal, dass wir noch was vielleicht vor Silvester noch gemeinsam machen. Ja, dann hätten wir es eigentlich schon. Denkt bitte an das Feedback, das ist uns wirklich sehr wichtig, weil es war schon eine Arbeit und es wäre halt schön, wenn man dann auch eine Rückmeldung von euch bekommt. Wir haben ja schon viele Rückmeldungen unter den Videos bekommen, aber jetzt so ein Gesamtfazit wäre halt auch noch schön. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen nochmal und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.